Das Ding. Live, laut, lässig. Campino ist bei uns der Headliner heute, die Toten Hosen. Herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns. Hallo. Das größte Geschenk, was ihr bekommen habt, in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich Platz 1 mit dem Album. Das hattet ihr vorher noch nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht nicht synchron oder so. Da gibt es dann immer so Statistiker, die da rumrechnen. Wir sind selbstverständlich wahnsinnig erfreut und überrascht, dass es so gut läuft. Und das ist ganz wichtig, dass wir sehen, dass die Menschen auch die neuen Lieder hören wollen und nicht nur jetzt hier immer abwarten, bis hier kommt Alex kommt und eisgekühlter Bommerlunder oder so. Also die neuen Sachen kommen genauso fein an und das ist für uns so eine Existenzberechtigung, dass wir uns mal sagen können, das ist in Ordnung, dass wir noch hier sind. Was ist denn, wenn wir jetzt nicht nach vorne gucken, sondern nochmal zurückgucken vom ersten Konzert, ne? Damals in Bremen, bis heute Rock am Ring. Inwieweit hat sich die Band, inwieweit habt ihr euch verändert? Wir sind damals losgezogen, um aus dem Alltag auszubrechen, um hell zu sein für eine Nacht. Und über die Jahre ist das eigentlich unser Alltag geworden, zu spielen, zusammen zu sein. Und da ändert sich natürlich auch im Kopf die ganze Einstellung zu dem, was man macht. Also früher war das so eine Art Achterbahn, betreten auf eigene Gefahr und so, für niemanden Verantwortung übernehmen. Ja, das hat sich dann doch alles durch verschiedene Erlebnisse und so geändert und ist gereift. Und unsere Einstellung früher hat genau in die Zeit gepasst. Und ich denke, Gott sei Dank sind wir heute ein bisschen weitergekommen. Man spielt ja immer im Kopf so gerne so ein bisschen rum. Wenn du dir aus diesen 30 Jahren einen Augenblick, so ein Erlebnis nochmal rauspicken könntest, was du heute nochmal genauso erleben könntest, welches wäre das? Dieser kleine Laden in Kürkel bei Rohrbach in Saarbrücken, der hieß Tote Hose. Das war eine ehemalige Tankstelle und es stank da immer noch fürchterlich nach Diesel und Benzin. Und das war natürlich erstmal unser Hausladen. Wir haben da alle 6 Monate gespielt. Und das Fantastische war, dass nebenan so ein Fußballplatz war und wir konnten mit dem Publikum vor dem Konzert immer noch Fußball spielen. Es gab viele gute Momente, es gab auch ein paar beschissene. Gott sei Dank kann ich das nicht so an einem Ding ausmachen. Also 30 Jahre Band, da glaube ich, boah, der ist doch auf gar keinen Fall aufgeregt, wenn er da heute drauf geht. Aufgeregt natürlich, auch das, auch für uns sind solche Tage wie heute was absolut Besonderes und die Erfahrung hilft dir dann vielleicht mit der Nervosität umzugehen und zu wissen, dass das vorübergeht, wenn man da rausgeht und natürlich freue ich mich, wenn die Leute heute feiern und das ist immer am dritten Tag immer ganz besonders schwer hier, das wisst ihr auch, wenn die Wetterbedingungen dann so sind, dann gehört das wirklich zu den harten Prüfungen. Aber dafür ist das Rock am Ring Festival bekannt, dass die Leute sich den Schneid nicht abkaufen lassen. Und darauf hoffen wir heute auch. Ja. Die Zuschauer müssen das Spiel heute gewinnen. Ja. Das Ding. Radio, Fernsehen, Internet.